Den Dreieichern steht ein ganz besonderes Wochenende bevor. Sie entscheiden am Sonntag nämlich nicht nur über die künftige Landesregierung und die Änderungen der hessischen Verfassung, sie wählen auch ihren neuen Bürgermeister oder ihre neue Bürgermeisterin. Vier Kandidaten treten an: Christian Kurz, Bettina Schmidt, Martin Bourlon und Thomas Schüller. Kurz vor der Wahl stellen sich die vier bei einer Podiumsdiskussion den Fragen der Offenbach-Post-Redakteure Frank Mahn und Holger Klemm. Und auch die Dreieicher sind eingeladen, den Kandidaten auf den Zahn zu fühlen. Der Andrang im Bürgerhaus Sprendlingen ist groß. Rund 450 Interessierte wollen hören, was die Anwärter auf das Amt des Rathauschefs zu sagen haben. Wir haben Martin Bourlon, Christian Kurz, Bettina Schmidt und Thomas Schüller gefragt, warum die Dreieicher ausgerechnet für sie stimmen sollten. Ja, einen schönen guten Abend. Martin Bourlon ist mein Name. Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, in Dreieich hier im Stadtteil Sprendlingen groß geworden und stelle mich jetzt am Sonntag zur Bürgermeisterwahl. Ich bin jemand, der mit Dreieich verbunden ist, hier zur Schule gegangen ist, sein Abitur gebaut hat und darf seit 2010 als erster Stadtrat hier in meiner liebens- und lebenswerten Heimatstadt als erster Stadtrat arbeiten. Meine Schwerpunktthemen werden sein als Bürgermeister das Thema Kinderbetreuung, das Thema Mobilität und das Thema geförderter Wohnraum. Das sind die drei Themen, die die Dreieicherinnen und Dreieicher am meisten bewegen. Sie erwarten natürlich auch solide Finanzpolitik, eine starke Wirtschaftsförderung. Auch dafür stehe ich in 6 Jahren als Bürgermeister meiner und unserer Heimatstadt Dreieich. Auch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist mir sehr wichtig und wird mir sehr wichtig als Bürgermeister unserer Heimatstadt sein. Wir haben viele ehrenamtlich Engagierte. Mit Ihnen, mit euch zusammen möchte ich unsere Stadt weiter gestalten. Mein Name ist Christian Kurz. Ich kandidiere bei der diesjährigen Bürgermeisterwahl in Dreieich. Ich bin 36 Jahre alt, wohne schon mein ganzes Leben lang in Dreieichenhain, seit 5 Jahren in der Altstadt in einem restaurierten Fachwerkhaus. Ich bin selbstständig mit einer Digitalagentur zusammen mit einem Geschäftspartner und wir haben 3 feste Angestellte. Mein täglicher Ablauf ist, das Bestehende zu adaptieren und für die Zukunft fähig zu machen. Deswegen kandidiere ich in Dreieich für das Amt des Bürgermeisters, um das Fachwissen, was ich in meinem jetzigen Job habe, auf die Stadt Dreieich zu übertragen, nicht weiter durch Betriebsblindheit irgendwelche falschen oder kritischen Entscheidungen zu treffen, sondern mit frischen Ideen Dreieich voranzubringen. Ich stehe für ein Dreieich im Grün, will es familiengerecht und seniorengerecht machen. Mein Name ist Bettina Schmidt, ich bin 55 Jahre alt, bin verheiratet, habe 2 erwachsene Söhne und einen Hund und ich will für Dreieich Bürgermeisterin werden. Ich kann punkten mit meiner umfangreichen Erfahrung aus meiner Berufstätigkeit. Ich habe auch mittlerweile 12 Jahre kommunalpolitische Erfahrung und möchte nun von diesem Ehrenamt ins Hauptamt wechseln. Ich habe 5 Hauptthemen, davon 2 vielleicht, die jetzt genannt werden können. Das Wichtigste für mich ist im Moment die Betreuungssituation hier in Dreieich. Die ist unzureichend, ein großes Defizit für die Stadt Dreieich, ein Standortnachteil. Das andere ist, Sie werden es wissen, die Gewerbesteuereinnahmen sind leider auf 20 Millionen von 43,5 geplanten Millionen zurückgeschrumpft. Und auch da möchte ich mich ganz stark machen und möchte frischen Wind in die Verwaltung bringen. Mein Name ist Thomas Schüller, 56 Jahre alt und ich kandidiere als parteiloser Kandidat für die Bürgermeisterwahl. Ich kandidiere, weil ich mit der bisherigen Stadtpolitik jetzt nicht mehr einverstanden bin. Ich wünsche mir mehr Bürgerbeteiligung, Beispiel Neue Mitte, das neue Innenstadtquartier in Sprendlingen. Da hätte ich mir gewünscht, dass es andere Möglichkeiten umgesetzt werden würden und dass auch die Bürger mehr gehört werden. Es war aber schwierig, da überhaupt Gehör zu finden und letztendlich ist das gemacht worden, was Stadt und Investor wollen. Dann zu den anderen Bereichen. Ich kümmere mich sehr um den öffentlichen Nahverkehr, fahre auch oft mit Bahn und Bus. Da läuft vieles schräg und die Stadt scheint gar kein Interesse zu haben, daran was zu ändern. Ich habe viele Briefe an die Bahn geschrieben, mit Durchschlag auch an die Stadt, aber da kam nie eine Reaktion. Auch das sollte sich ändern. Wir müssen was für den Klimaschutz tun. Es wäre gut, wenn wir weniger Auto fahren würden, mehr Bahn und Bus und das Fahrrad nutzen würden. Kinderbetreuung, ganz wichtiges Thema, würde ich auch als eine, ist vielleicht ist das mit das wichtigste Thema. Da muss die Stadt die ganzen Versäumnisse der letzten Jahre aufarbeiten und viel mehr tun. Mehr Kindergärten bauen und auch mehr Personal einstellen, damit wir wenigstens auf den Schlüssel kommen, wie er im Land üblich ist. Wer letzten Endes die Wähler überzeugen kann und ins Rathaus einziehen darf, zeigt sich am kommenden Sonntag. Dann müssen sich die Dreieicher für einen der 4 Kandidaten entscheiden.